Hey, Victor! Und mit diesen Worten sage ich wieder Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Parts oder sprich Parts von Blood Omen, The Legacy of Kain. Ja, ich muss mich gerade selber wieder zurechtfinden. Es ist lange, lange her, dass ich wieder hier anfange. Viel Zeit ist vergangen, viel privatliche Sachen musste ich erledigen. Das war sehr heftig. Aber ich finde auch immer wieder meine Zeit noch zum Aufnehmen. Das wollen wir ja schließlich immer noch festhalten. Und wow, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Wow. Keine Ahnung. Ich bringe jetzt einfach mal um, weil ich es kann. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich hier bin. Deswegen bräuchte ich etwas Wichtiges hier. Da bräuchte ich einen Zauber. Abwehren. Bis jetzt hier die... so wie es aussieht, ist da was, was ich brauche, aber es ist nicht gerade zugänglich. Denn hier ist ein Item, was ich dringend benötige. Habe ich jetzt hier gerade wieder einen Schalter, oder sind ich blinder Fisch? Virtuell, aber... Ja. Ist ruhig. Ganz ruhig, Kollege. Gucken, ob ich so an ihn rankomme. Okay, ich komme doch noch so an ihn ran. Mit der Kontrolle vom Geist. Oh, hier muss man ganz schön genau nach dem Plan laufen, weil sonst geht man hier kaputt. Okay, das war ein Griff ins Klo. Super. Aber der Herr da oben macht mir das einfacher. Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Und warte, bis unsere Energieleiste wieder aufgefüllt ist. Obwohl, ich kann es da auch schneller machen, indem ich einfach hier Energiebank aktiviere. Müsste es mir ermöglichen, mir schneller an ihn ranzukommen. Das werden wir jetzt auch machen. Aber ich wollte gerne das hier haben. Das kannst du von mir sterben. Kannst du sterben, stirb, danke. So, kümmern wir uns jetzt um den Herrn. Oh, er musste, glaube ich, für mich einen Schalter betätigen, genau. So, was kann man jetzt beeilen uns noch schnell, ob wir da durchkommen. Ja, kommen wir sogar noch. Dankeschön. Jetzt kann er einfach nur sterben wieder. Brauchen wir nicht mehr. Und wir kommen direkt hier in diesen Gang hier rein, wo ich gerade wieder zuvor eigentlich hier reinrenne. Ich kann innerlich fragen, warum ich denn jetzt gerade so viel... Ach ja, stimmt, ich trage ja die Geisterrüstung, ja. Die halt tut ja den Schaden aufteilen von meiner magischen Energie und meiner Lebensenergie. Darf ich ja nicht vergessen. Bisschen zoomen wir mal ein bisschen hier. Gut, ich... Wow, Donny. Den fackeln wir ab. Will ich gar nicht in meiner Nähe haben. Koala. Ich hoffe, wir haben ja gleich ein Leckerbissen wieder für mich, weil ich werde langsam thirsty. Das heißt nicht, ich werde Donnerstag. Das heißt nur einfach nur, ich werde durstig. Wo man das auch sehr manchmal falsch verstehen kann. I'm Thursday, ich bin Donnerstag. Aber da haben wir was Schönes. Lecker, lecker. Und da ist auch die Weiterentwicklung von unserer Kontrolle. Denn die hat Besseres zu bieten. Und der nette Herr da drüben, dieser Fettklops hier, ermöglicht mir diese Fähigkeit direkt. Mit diesem Zauber kann ich jeder Kreatur die Seele aus dem Körper reißen. So erhalte ich die volle Kontrolle über die leere Fleischeshülle. Das heißt, ich sag jetzt, oh, verdammt, er hat meinen menschlichen Körper zerstört. Egal. Ich kann trotzdem diesen Dämon hier einnehmen jetzt sogar. Das ist sehr, sehr praktisch, denn das hat Zugriff auf jeden Gegner. Heißt jetzt, oh, ja, du bist kein menschlicher Kerl. Ja, nämlich ihn jetzt hier. Der kann es mir ermöglichen, den Schatten hier zu betätigen dann. Und dann nehme ich mir auch diese Energie noch mit. Und mach direkt Bye-Bye. So. Jetzt können wir schön hier
Gegner zugreifen. Oh, Lux, das ist von der PlayStation. Ja, irgendwie klappt das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Irgendwie, ich weiß nicht warum. Aua, aua. Gibt es hier irgendwo einen Schalter, den ich übersehen habe vielleicht? Au, 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 bleib ruhig, Kollegas. Ich will mich doch nochmal hier umsehen, ob ich hier irgendwo einen Schalter übersehen habe. Nein, offenbar nicht. Also verschwinde ich dann direkt. Und Schönes an diesen Skeletten, die kann ich ja beliebig oft hier einsetzen an denen, weil der sowieso immer wieder zurücklebt. Warte mal, wo versucht der mal da... Pizzisch dich doch mal da hinten. Ich will den Typen da hinten annehmen. Jetzt kann ich nämlich den Schalter da aktivieren. Aha. Und nun lag das halt hier auf der PlayStation, weil er hier auch hier die PlayStation ihre kleinen Probleme hat. Aber das stört uns ja nicht. So, und da die Knirche mir da gewaltig auf die Nüsse gehen, lasse ich das Schicksal entscheiden, was das denn wird. Und sage goodbye. Gut, dann können wir jetzt in Ruhe hier lang gehen. Der nette Herr da drüben wird mir bestimmt sagen, wie es weitergeht. Deswegen werde ich mal ganz nett zu ihm sein und ihm seinen Körper mal klauen. Ja, schon haben wir... brauchen wir nicht von ihm. Wir von hinten wieder aufs Korn, deswegen fuck ich die eiskalt ab. So, summen wieder. Nehmen wir seinen Körper da drüben. Ah, oh, hier ist der Schalter. Aber ich gehe mal ganz rein, Joke, weil ich das kann. Mal hier lang und schaue mich mal hier um, bevor ich hier einfach in eine Gefahr reinrenne. Ah, so sieht's mal. Sieh mal da, sieh mal da. Ja, hier ist was Goldenes. Und währenddessen haben sich die dann hier wieder zum Leben erweckt, weil ich ja kurz aus dem Raum gegangen bin. Aber das juckt mich nicht. Da haben wir wieder magische Energie. Erstmal will ich den... Oh. Jetzt müssen wir leider wieder ein bisschen Geduld haben. Weil ich möchte jetzt nicht meine ganze Energiebank für ihn verbrauchen. Darum warten wir jetzt erstmal. Ich werde mir dabei schon einen Schluck meines Monsters genehmigen. Hm. Er stellt sich schon mal bereit, dass ich nicht mehr verfehlen kann. Das finde ich gut von ihm. Also ich kann mir gleich schön den goldenen Kristall da klauen, damit ich meine Energieleiste wieder voll habe. Und gleich weiter rumzaubern kann. Und da ich ja drüben noch eine schöne magische Pyramide gefunden habe, die mir wieder eine magische Glyphe mir an meinen seitlichen Sarg rein graviert, finde ich das sehr gut. Nur ein bisschen nervig ist nur die magische... Ah ja, okay, ich habe nichts gesagt. Die ist nämlich immer noch sehr gut. Können wir hier den hier machen. Gut, kommt er. Oh, da kommt noch einer. Gut, er wird sowieso wieder zum Leben erweckt. Egal wie oft ich das mache. Aber ich kann mir jetzt schon mal... Das hier, wow! Das will ich nicht. Jetzt können wir uns nochmal schön hier umsehen. Nochmal. Guck mal, da drüben sind ein paar Energiebänke. Die klauen wir uns. Zack. Dann kann ich den erschnappen. Das ist eine Sache von... ja. Sache von IAUAA. Oh, Kurva. Juckt mich nicht. Ich nehme den nächsten einfach. Könnt ihr mich mal bitte an den Schalter lassen? Eben, gesamten Ratten. Zack. So. Der Rest, das sehen wir nicht. Und dann kann ich abhauen. Oh Gottchen, wie süß. So, wenn das wunderschön läuft, das hier geht, Hey, kann ich ja mal ein bisschen auch seinen Job mal ihn hier nutzen. Mal gucken, wie er so seinen Schaden austeilen kann. Aber ist nicht schlimm. Wenn die mir weghauen können, sie nicht machen, dann stört mich nicht. Die nehmen mir die Arbeit weg. Blutfiole. Ich glaube, ich bin schon bei der Blutfiole bin ich schon am Maximum. Ich kann mich jetzt auch da irren. Also ich weiß, dass die Blutfiole nicht mehr so weit hoch geht. Also sie geht nicht maximal bis zum Unterkiefer des Skeletts. Das weiß ich sogar noch. Sehr. Genau so. Das weiß ich noch so genau in meiner Erinnerung. Vielleicht. Ich weiß, dass die magischen Runen, glaube ich, Maximum haben. Die gehen bestimmt auf jeden Fall sehr noch hoch.
Das ist auch gut so, weil wenn ich später den Soul Reaver auch nutzen werde, mal oft bei Bossen, höchstens werde ich ihn auch nutzen, kann ich die Gegner gut so schnell wie möglich vorne hitten. Dann habe ich da nicht so ein großes Theater mit denen und muss mich nicht mit denen rumquälen. Da habe ich mich erst recht keine Lust drauf. Oh ne, warte mal, war ja ganz doof. Warte mal, ich kann mich ja... muss mich jetzt nicht unbedingt mit den ganzen armen Leuten hier umprügeln. Kann ich schön hier uns wieder vor mir rausdaukeln. Jeden sagen, guten Tag, guten Weg. What's up, Keule? Ja, läuft sogar, funktioniert. Wollte jetzt gerade sagen, aber doch nicht. Aber doch, ich sehe, man kann hier normal den Weg runterlaufen. Wäre jetzt für mich schön, wenn jetzt sogar hier, etc., wie heißt... ich muss mich gerade selber orientieren, wo ich lang muss, weil ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, wo ich... Ach, doch, doch, nach dem Lauffeuer. Nach dem Signalfeuer zu urteilen, das Signalfeuer... wo ich nur als Fledermaus hier hinkomme, war ich da schon gewesen. Heißt, ich müsste eventuell jetzt nach unten gehen. Das ist die einzige Möglichkeit, die mir hier bleibt. Da ist schon mal eine Stadt. Aber wie komme ich jetzt da hin? Ich müsste, glaube ich, nochmal rechts sehen, wie es aussieht. Ich hoffe mal, das ist wirklich jetzt so der Weg. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, ob ich jetzt den richtigen Weg hier laufe. Das werde ich ja gleich herausfinden. Na, sehe ich doch schon, das verrät das Zeichen hier schon. Das mächtige Willendorf hatte den Leib der Erde aufgeschlitzt und wertvolle Metalle und alte Geheimnisse gefunden. Eines dieser alten Geheimnisse besagte, dass in einem Grab ein Vorfahre von König Ottmar begraben sei. In diesem Grab würde ich eine Blutquelle finden, mit deren Hilfe ich einen äußerst mächtigen Verkleidungszauber als Adliger sprechen könnte. Damit wäre mir der Zugang in die Stadt des mächtigen Löwen sicher. Ja, den Zauber, auf den habe ich sehr, sehr abgesehen, weil der ist sehr effektiv. Außerdem wird sich nicht verändern, da wird nur höchstens was über mir schweben, mehr passiert da nicht. Und ich kann den Stein nicht bewegen. Ah, erschwert die Sache noch mehr. Aber da unten sehe ich aber noch eine Höhle. Ich hoffe mal, dass es das ist, was ich hoffe. Das wäre jetzt sehr gut. Ich hoffe, dass man jetzt hier nicht meine Nachbarn hört. Die meinen jetzt wieder hier rumzubrüllen. Das ist jetzt auch wieder so eine super Sache. Das Blut von Zeitaltern ist so süß. Trinke aus uns. Gerne. Aber gerne in normaler Form. Ich werde mir einen ordentlichen Schluck genehmigen, wenn ich mal richtig voll bin wieder hier. Njam, njam, njam. Look at the remix. The remix. Remix. Deine Stärke ist durch unser Blut gewachsen. Das ist natürlich sehr wunderbar, dass ich das höre. Das erfreut mich wieder. Sehr sogar. Vor allem muss ich auch bedenken, mit Thema... ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie weit ich jetzt gekommen bin. Ich glaube, ich hatte eigentlich auch vorgehabt, glaube ich, ein paar alte Dungeons nochmal zu besuchen und ein paar... Naja, mich interessieren nicht mehr die Blutfiolen so großartig. Ich habe erst auf die magischen Symbolen die Machtsymbole eher abgesehen, weil die sind mir da wichtiger. Weil ich habe es bis jetzt nie geschafft, so richtig auf das Maximum meiner Lebensleiste zu kommen. Das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Und das ist ganz doof, weil da möchte ich schon, wenn schon diesen Let's Play möchte ich schon erreichen, dass ich die magischen Symbole auf Maximum habe. Ich glaube, da war, glaube ich, immer noch pro Symbol 4 Stück. Also, sagen wir mal so, fehlen mir noch... Bin ich mir jetzt ganz unsicher. Aber hier sehen wir schon mal den Zauber. Ich kann hier schon mal wieder rein, in meiner normalen Form. Ich mir kurz meinen Hals krächzen, krax. Weil mein Hals wieder ein bisschen kratzt. Fängt schon wieder gut an bei mir. Typischen Wächter von König Ottmar, das sieht mich aber nicht. Theoretisch gesehen ist das für mich jetzt hier eine Blutfast, weil das sind ja alles Menschen, fällt mir jetzt mal gerade mal so auf. Heißt, ich kann mir die Keule in die Hand drücken, jetzt schön, ne? Keule. Ja, du mich auch. Und kann jetzt mal schön relaxed durch die Gegend laufen, die Gegner ein paar von den Schädel hauen, mich einfach totsaufen ordentlich bei den Kerlen hier. Das ist nämlich eine schöne Sache, die werde ich nämlich jetzt auch ausnutzen. Wenn die
Knallköpfe mich da vorbeilassen würden. Aber das können wir ja ausnutzen. Zack, zack. Und schon ist der Weg wieder frei. Ja, mit der Keule kann ich die Gegner sehr schnell betäuben. Das ist schön, man kommt mit der Keule wieder ein bisschen mehr zur Aktion. Das ist auch gut. Halt die Gosch. Komm her. So. Könnte platzen vor Blutigkeit. So viel taufe ich mir rein. Ich genieße gerade mal. Ich mag das an diesem Spiel einfach mal wieder. Ich wiederhole mich zwar da bei dem Punkt wieder, aber ich finde das einfach hammergeil mit den. Wow, Kollege. Zwei Himmel, hä? Ganz cool, aber. Ach, gut's auch. Gerne. Da haben wir kein Problem mit. Stecher, du willst auch. Komm her. Aber es ist gut, dass ich die Keule jetzt hier benutze, weil da kann ich auch die ganzen Steinsäulen hier auch umnieten. Da komme ich sehr gut dran vorbei. So, ich will jetzt nicht so weit schieben. Ich werde jetzt hier außerdem in den Weg versperre. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Ach Gottchen, du willst mehr? Du willst mir was? Komm mal her. Oh, willst du mir was? Hier. Was willst du? Ja, ich habe mal schön an die, sagen wir mal, Item-Karten sind wir wieder gekommen. Da ist nichts. Da ist ja so ein Schmörmel, der mir meint, um das Schaufel überzuziehen. Aber ist mir auch egal. Ich saug ihn aus. Dir auch, du Spitzhacken-Freak. Ich glaube, du bist eine Art Minenarbeiter, denke ich mal. Mach mir aber nichts aus. Oh, ganz hart hier mit Doppelklick. Zwei in da. Komm her. Du bist sehr stolz drauf, ne? Mit zwei Händen. Aber wie du siehst, liegst du auch ausgesaugt auf dem Boden. Wow! Das habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Oh, Double! Yam, yam, yam. Das glaube ich mir doch, ey. Die reinste Blutfreude hier. Das lasse ich mir gerne mich erfreuen. Komm, her. Schön aussaugen. Ja, genau, Minenarbeiter. Hier kriegst du auch einen für die Birne. Das Blut gehört mir. Feierabend. Gute Nacht. Ui, ganz hart hier. Jetzt gehen wir hier lang. Komme ich hier durch? Ne, ich muss durchschieben, leider. Aber hier kann ich mich durchmogeln. Jetzt mal auf, Keule. Kommt mal alle mal her. Guck mal alle her. Aua. Ist mir... Und den Dreier! Gott sagen, was ist mit dir? Laut Drehbuch musst du jetzt fallen, ne? Denk daran. Was zum Geier? LOL! Mir ist ein Bug passiert. Wie ist das denn geil mal? Was mir nochmal passiert? Ist ruhig da, der Ecke. Wie hab ich das denn jetzt hingekriegt, ey? LOL. Ach, da ist ja noch einer. Jetzt hab ich schon, warum höre ich noch so ein komisches Herzpochen hier gerade? Hab ich gar nicht gesehen, dass da noch einer stand, ey. Das finde ich ja lullig. Oh, oh, wie knuffig. Du willst mir auch einen? Hä? Hä? Komm her. Jam, jam, jam. So, und ein Machtsymbol. Wunderschön. Da muss das laufen. Zack. Der mit der Spitzhacke auch noch eine für die Birne. Kann er haben. Tschüss. Na, gehabt dich wohl. So, durchschieben. Oh, Keule. Du nervst mir. Oh. Ah, der haut mir den zweiten Schlag immer weg. Jetzt aber. Gut, schlaf gut. Haus da rein. Zack. Na, das ist nichts. Dann gehen wir weiter hoch. Und ja, ihr hört richtig, also es gibt keine Musik jetzt gerade in der Höhle. Man hört nur einfach nur diesen leichten Windhauch. Hört man hier. Das ist normal. Lol, ich kann ja nicht kaputt hauen. Dafür musst du dran leiden. An der Blutfiole sehe ich da gerade. Die nehmen wir mit. Ich achte jetzt mal genau auf die. Hallöchen. Da will mir jemand wieder einen zuspielen. Das lasse ich mir aber nicht gefallen von dir. Stirb. Wir achten auf die Fiole. Ja, ich habe das Maximum bereits erreicht an den Blutfiolen. Also brauche ich mir keine Sorgen machen mit dem Thema Blutfiolen. Also ich habe genug.
Mir fehlen nur noch die magischen Runen. Die müssen sehr. Da muss noch sehr viel hin. Also da bin ich noch lange nicht am Ende. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da auch nur jetzt das eine Symbol kriege, am Ende ist. Da bin ich jetzt ganz überfragt, ganz ehrlich. So, oh, jetzt ist das Symbol gehabt. Wir sind jetzt hier. Ich glaube, jetzt müsste wieder so ein Blutbrunnen sein. Mit das Blut von Zeitaltern ist so süß. Trinke aus uns. Oh ja, sehr gerne. Ich komme mal eben kurz um die Ecke, stimme ich extra in Protest. Sonst. Im Gegensatz zur Verkleidung kann ich durch diesen Zauber vorübergehend die Form eines Sterblichen annehmen und mich so unerkannt unter den Menschen bewegen. Durch diesen Spruch erhält man den Anschein eines Adligen. Einige vertrauen sich eher einem Angehörigen höheren Standes an. Ja. So, aber jetzt brauche ich die Keule schon mal umwechseln hier. Und jetzt schon mal aufs Schwert wechseln. Eisenschwert. Genau, Eisenschwert. Habe ich auch schon lange in der Hand gehabt. Und dann sieht man mal auch hier durch die Geistrüstung, sieht man das Schwert auch ein bisschen vorstellig auf dem Sarkophag. Das Blut von ja, deine Mutter. So süß. Trinke aus uns. Deine Mutter schluckt gleich. Lass mich hier raus. So. Ich glaube, jetzt haben wir einen guten Umweg hier gemacht. Hallo, was ist denn mit dir kaputt, Junge? Mach doch mal wieder Spaß, mit den alten Eisenschwertern zu schlagen. Zack. Du kannst nicht zählen. Du kannst nicht zählen. Lass es sein. Ich hau's mal hier um, nicht, dass ich jetzt hier aussehe, was für übersehe hier. Das wäre auch ganz uncool. Pass mal auf, Leute. Ah, ne, schade, kann ich leider nicht. Ne, kann ich wohl. Moment. Lass mich mal kurz hier nehmen. Kann ich mich hier ein bisschen stärken? Das sieht auch lecker aus. Ne, deswegen nehmen wir mal ganz direkt hier mal die Blutdusche. Kommen wir uns auf Freunde ran. Weil wir sind durstig. Oh. Entschuldigung, ich habe mich verzaubert. So. Yum, 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 yum. Save Victus! Ja, komm. Was willst du machen? Noob. So. Gut, können wir hier rausgehen langsam hier? Oder wie habe ich das jetzt hier? Oder ist jetzt noch so ein Riesen? Oh Gott. Komm mit. Ich habe jetzt keinen Bock, mich mit jedem von euch rumzuprügeln. Kommt mal alle mit. Genau, kommt mal alle hin. Genau, schön hier hinstehen bleiben. Und gut, nun, du hast für mich. Oh, schade. Ich hätte mehr gerechnet. Ups. Hat es euch ein bisschen umgehauen oder wie oder was? So, ich wurde hier gerade in Skype angeschrieben. Das passt doch perfekt für mich gerade. Ich werde jetzt mal eben kurz direkt einen Cut setzen, schon mal für diesen Part. Und sage, wir sind schon mal in dem nächsten Part von The Blood Omen, Legacy of Kane.